Das ist schon ein komisches Bild. Nach 7 gefahrenen Rennen steht Villeneuve vor beiden BMW Williams fahren. Aber das ist halt diese Saison und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Vielleicht ändert sich das an diesem Rennwochenende wieder, weil wir Punkte holen. Das wäre schon schön. Platsch. Fertig. Fertig. Hinter uns ist kein BR. Das sah eher nach einem Sauber aus. Es ist auf jeden Fall ein blaues Auto hinter uns. Ich meine, es ist nicht sauber. Ja, ist definitiv ein sauber. Da war Mintgrün im Spiel. Das war nicht die Leitplanke, das war einfach nur für Randstein. Das war auch für Randstein. Hat irgendwas noch die Haarnadel angebremst, aber man sieht es noch nicht im Rückspiegel. Gucken, ob wir jetzt auf der 1 bleiben. Erster und... Zweiter. Nee. Dritter. Deutlich schneller, das könnte dann der Platz vom Sauber bedeuten. Der ist auch ganz schön klein geworden. Oh, fast eine Sekunde schneller. Da sind wir auf Platz 5. Sieben Punkt drei. Etwas mehr als eine Sekunde schneller, Platz 1.
wieder falsch. Falsche Taste. Ich glaube, die Zwischenzeit wird es langsamer. 8,5. Ja, 500 langsamer. Und zu schnell die Hanade rein. Aber schneller. Ob es jetzt daran gelegen hat, kann ich nicht so genau sagen. Also ob es an der Hanade lag, vielleicht war das ja genau richtig. 6,3. Leicht schneller. Mein Geschmack zu schnell rein. Mal gucken, was die Zwischenzeit am Ende des ersten Sektors sagt. Oh, 21.000 langsamer, vielleicht eben wegen der Randstellmitnahme. Auf jeden Fall deutlich langsamer. Hey, was wird denn das? Aha, verstehe. Wenn wir uns ärgern. Ist ihm gelungen. Also rundenzeittechnisch ärgern auf jeden Fall. Stimmungstechnisch, habe ich mich jetzt noch recht neutral gehalten. Ui. Die Runde ist auf jeden Fall dahin und hinter uns liegt jetzt Barrichello. En Fuego drunter Boden. Dann kommen wir halt diese Runde rein. Vielleicht bekommen wir den Affensitzfahrer auf der Geraden, das sieht gut aus. Kam der denn jetzt ja einfach so aus dem Nichts? Wir stehen immer noch auf der 1. Ich hoffe ja, dass wir das auch am Ende des Qualifyings sehen werden, diese 1. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.